Ja, moin und recht herzlich willkommen zu einer Folge oder zu der allerersten Folge Let's Test Timberborn. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wie ihr die ganze Let's Test-Reihe kennt, wir dippen einfach mal direkt in ein Spiel rein, was für mich neu ist. Ich habe es vorher noch wirklich gar keine Sekunde gespielt. Ich habe mir ein paar Videos auf YouTube angeschaut, für vielleicht eine halbe Stunde gesagt, das könnte mich wirklich interessieren. Und dementsprechend gehen wir einfach mal, starten mal rein und schauen mal, was uns das Spiel so bringt. Also wir starten ein neues Spiel. Wir haben hier, wie ich sehen kann, zwei Rassen, aber zum Freischalten ist ein durchschnittliches Wohlbefinden von 8 beim Spielen der Fraktion Rustikalrouten nötig. Okay, wir müssen also mit den Rustikalrouten spielen. Ihr Motto: Komfort, Nahrung, robustes Holz. Okay, let's start it. Eine Karte auswählen. Okay, also hier kann man, man sieht leider keine Vorschau oder sowas, das wäre noch ganz cool. Ich möchte eine große Karte nehmen. Lakes, Flüsse, es hört sich doch irgendwie ganz gut an, wenn es um Biber geht. Das ist so cool illustriert, mega, spricht mich total an. Einfach, normal, schwer, Benutzer definiert, ja, das, ah ja. Hier liegt noch was. Nee, doch nicht. Okay, ich dachte, da liegt ein, das über einem Button oder so. Nee. Keine Ahnung, was man da einstellt. Und ich bin da. Komm, wir spielen es auf normal. Ich habe erst kurz überlegt, ob wir auf leicht spielen, damit wir ja erstmal so ein bisschen reinkommen. Aber nee, lass mal. Wir gehen richtig rein. So, dann sind wir hier, wir pausieren das mal. Also wie gesagt, so ein ganz, ganz kleines bisschen kenne ich schon die UI. Wir werden, ich werde das jetzt nicht irgendwie im Detail uns zusammen anschauen, sondern learning by doing. So, also, das ist hier irgendwie unsere Basis, wie heißt das? Distriktzentrum. Und was ich schon gesehen habe und total cool fand, wir können das umbenennen und wir machen natürlich daraus nicht Contest, aber schreibt bitte in die Kommentare, wie wir unseren Distrikt, unseren ersten Distrikt nennen. Ich habe, so viel ich auch schon erfahren konnte, wir können weitere Distrikte erzeugen und dann können wir die weiter benennen. Und der coolste Name unter dem ersten Video hier, wie wir unseren Distrikt nennen, den werden wir übernehmen. Und wir können auch unsere Biber benennen. Und jeder, der unter das, dieses Video einen Kommentar hinterlässt, wird hier natürlich dann auch verewigt. Sollte derjenige das nicht wollen, dann muss er das explizit sagen. Aber ich werde das jetzt einfach so machen. Ich hoffe, dass das datenschutztechnisch richtig ist. Aber eigentlich schon, ne? Es ist, ja, es wird schon irgendwie. Wird schon irgendwie passen. Also, oder nee, wir machen es umgekehrt. Ihr müsst kurz reinschreiben in das Kommentar, dass ihr das wollt. So machen wir es. Es ist viel einfacher. Und dann könnt ihr Teil des Spiels werden. Solltet ihr sterben, weil die können natürlich sterben und der hier ist zum Beispiel schon 25, dann werdet ihr wieder benannt. Also, sollte einer sterben, dann ja, genau. Und irgendwann werden natürlich die Plätze vergeben sein und dann ist es natürlich cool, je mehr wir wachsen und die Kommentare und ja. Also, so, was brauchen wir alles? Biber brauchen Holz. Das haben wir nämlich hier oben, ne? Und da sieht man auch, da ist null Holz. Und hier unten gibt es noch eine kleine Aufgabe, das ist das Tutorial. Was ist das hier? Text ausblenden, okay. Text Tutorial deaktivieren. Nee, wir lassen das Tutorial mal gerade an. Das habe ich nämlich, wie gesagt, noch überhaupt nicht gemacht. Holzfällerfahren bauen wir. Arbeiten, speichern, Bäume fällen. Markiere Fläche. Gebäude und Ressourcen. Gebäude löschen. Ressourcen. Hier habe ich schon gesehen, gibt es Pfade. Und hier ist Holz. Und hier ist eine Holzfällerfahne. Okay. Ja, also dann ist natürlich am offensichtlichsten, wie kann ich den drehen? R, da steht's auch. Okay.
Okay, ich habe ja gerade gelesen, hier gibt es eine rote Markierung. Diese Baustelle ist zu weit von Bauarbeitern entfernt, lege mehrere Pfade oder einen neuen Distrikt an. Also, der Pfeil zeigt dann auch in die Richtung, in der, komm, ich mach mal gleich drei, aber gut, ich weiß nicht, wie viele Personen wir haben, wie das funktioniert. Ich habe auch das Spiel übrigens pausiert, das ist so eine übliche Methode, die ich da an den Tag lege. Ziehen wir das einfach hier rüber? Das ziehen wir einfach hier rüber. Kostet das was? Ah, Pfade kosten kein Geld. So. Wir gucken jetzt mal. Okay, da laufen zwei los. Die werden sich dem also jetzt antun. Und dann schauen wir mal, inwiefern wir da zurechtkommen. Als nächstes brauchen wir Nahrung. Hier haben wir Nahrung. Nahrung. Sammelfahne. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Die Musik gefällt mir sehr gut. So mal off-topic. Ich glaube, ich mache es zu kompliziert. So, davon haben wir zwei. Und hier bauen wir einen Weg hin. Und als nächstes, also wir haben Nahrung, haben wir jetzt gesorgt. Da haben wir auch ein bisschen was in Reserve, aber das geht natürlich dann bald weg. Was ist das hier nochmal? Materialien. Okay, nichts. Wie auch immer. Und Wasser. Wasser brauchen wir auch noch. Was haben wir hier? Eine Wasserpumpe. Das ist alles noch gelockt. Das können wir nicht nehmen. Und hier ist ein kleines Wasserfass, wollte ich gerade sagen. Wassertank. Ich nehme an, so rum. Genau, so rum können wir das... Ah, guck mal hier. Was heißt das? Die Bosche ist... Achso, ist nur zu weit entfernt. Mhm. Hier könnte ich dann zwei nebeneinander setzen. Oder wollen wir... Nee, wir machen das so. Und hier noch ein... Ah, schade. Kann ich das auch wieder... Das hat mich ja jetzt nichts gekostet. Wieder abreißen. So, machen wir einfach mal zwei Wassertanks. Keine Ahnung, wie viel wir brauchen. Das weiß ich wirklich nicht. Ob wir jetzt hier... Hier könnten wir vielleicht irgendwann mal dann, weil hier habe ich schon gesehen, gibt es solche nochmal solche Bären. Vielleicht können wir hier irgendwelche Brücken bauen oder so. Das hier ist eine breitere Stelle wie das hier. Ich weiß nicht, ob die Bären verschwinden. Ich glaube eher nicht. So, na gut, die Wege kosten nichts, können wir jederzeit nochmal ändern. Ich würde mal starten lassen. Und die sollen mal gucken. Das braucht nämlich Holzstämme. Okay, got it. Sammler, das muss jetzt erst noch gebaut werden. Boah, die sind so knuffig, allein wie die auch schon reden. Blablabla. Sehr gut. Ihr könnt übrigens wegen der Namensbenennung, wenn ihr einen expliziten haben wollt, ne, dann könnt ihr das sagen. Also könnt ihr sagen, ich würde gerne hier XY heißen. Also er hier zum Beispiel, oh Gott, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ayaraga Yin oder wie auch immer. Ja. Okay, was ist das hier? Moment. Ah, das funktioniert genauso wie in anderen Spielen auch. Space, das war sehr intuitiv. Keine Aufgabe in Reichweite. Oh, keine Aufgabe in Reichweite. Warte mal, hier gab es doch Bäume fällen. Fläche markieren. Ah. Ah ja. So. Das haben wir. Ich habe das Gefühl, dass wir direkt hier nochmal ein Kollegen hinsetzen. Wie geht das mit dem Vorspulen? Haben wir da irgendwas? Ja, genau. Ah, mit 1, 2, 3 können wir das ein bisschen schneller vorspulen. Die sind am Arbeiten, das ist nice. Die sind schon am Sammeln. Also für Nahrung brauchen wir keinen, oder was?
Okay, also die suchen da dann in der Nähe, oder wie? Okay, anyway. Was haben wir denn als nächstes? Gut, die bringen jetzt erstmal das Wasser dahin. Das Wasser, Quatsch. Die bringen erstmal die Holzstämme dahin. Läuft das? Ja, zwei Holz haben sie schon. Hier haben wir... Holzfähnchen haben wir gemacht. Wir haben Pfade gebaut, markiere und Bäume markiert. Okay. Sammelfahne und eine Wasserpumpe. Okay. Das ist das Nächste. Dann würde ich sagen, lassen wir das jetzt einfach mal laufen. Keine Ahnung, ob die Bäume von selbst auch hier so sukzessiv nachwachsen. Ob die selber wachsen. Das wird wohl passieren. So, jetzt lass uns mal kurz gucken. Hier gibt es eine Übersicht. Es gibt einen Arbeitslosen. Das ist, glaube ich, hier der hier. Obdachlos auch. Eieieiei. Und was ist hiermit? Achso, das hat Baufort. Achso, das wird schon gebaut. 59 Fortschritt. Versuche ich hier gerade nachvollziehen zu können, was das genau bedeutet. Weil, warum wächst das nicht weiter? Uiuiui. Da gibt es auch mal ein paar Kollegen, die sind ganz schön zügig unterwegs. So, komm. Oh, die erste Nacht? Dann gibt es hier oben, das ist die Arbeitszeit, die man hier in dem Zyklus angeben kann. Guck, jetzt pennen die alle. Und ich habe eingestellt, 16 Stunden sollen die arbeiten. Also das nächste Mal, wenn wir anfangen, bauen wir gleich drei. Dann kriegen wir nämlich noch vor der ersten Nachtwelle auf jeden Fall hier für die Pumpe alles fertig. So, das haben wir auch fertig. Holzscheitstapel. Kleines Lagerhaus, kleinen Wassertank. Okay, die Wassertank haben wir schon gesetzt. Eins davon würde ich jetzt mal direkt erstmal pausieren. Damit wir das Tutorial im Grunde da fertig machen können. So, was haben wir hier? Ein Sägewerk. Okay. Das heißt, wir können die auch nochmal weiterverarbeiten, arbeiten. Speicher. Ah ja, das ist doch gut. Das würden wir hier einmal hinsetzen. Und dann ein kleines Lagerhaus. Das brauchen wir auch. Wo ist der Unterschied zwischen... Ach so. Ah ja, okay. Got it. Hier ist ein kleiner Busch und ich dachte mir gerade, warum, wenn ich das jetzt nicht da angeknüpft habe, warum geht das dann nicht? Aber das liegt einfach nur an dem Busch. Oh Gott, ich mag das eigentlich nicht so direkt, so Häuser direkt daran zu setzen. Wollen wir das so machen? Dann können die das direkt einlagern. Oh. Ah, man kann das übereinander stapeln. Oh, interessant, interessant. Ein Wassertank, okay, gut. Jetzt würde ich gerne, wie kriege ich das weg? Okay, mit dem Rechtsklick. Eigentlich auch noch wissen, wie kriege ich ein Meer? Monument, Gebäude, Ressourcen, Prioritäten zuweisen, Pfade, Strukturen, Landschaftsgestaltung, Damm, Dynamit, cool. Da erwartet uns echt noch was Schönes. Schlepperposten. Da brauchen wir aber Planken oder so, oder Latten oder wie das hieß. Also aus dem Sägewerk, das was aus dem Sägewerk kommt. Wohnen. Hütte. Ein Ort, um die Natur zu, um die Nacht zu verbringen. Ich wollte Natur sagen, was? Andere Gebäude können drauf gebaut werden, okay. Einzigartig für diese Fraktion, okay. Schlafbedürfnis und Komfortbewohner, nur 3 Stück. Oh, das ist ja... Und dann brauchen wir 12 Holz. Das ist ganz schön. Hütte gespiegelt. Hütte gespiegelt? Ach so, das eine... Okay. Das finde ich aber unelegant gemacht. Anyway. Wie kriege ich denn noch weitere Bevölkerung? Keine Ahnung. Okay.
Ich sag ziemlich viel okay gerade. Okay. Wir spulen mal ordentlich vor. Warum ist das hier noch nicht fertig? Was ist da los? Da ist ein Beaver drinne. Was heißt das? Gründe ein Distrikt mit einer mit eigener Bevölkerung. Okay, die brauchen Wasser. Okay, die nehmen sich aber das da wieder raus. Okay, gut. Also muss ich mich darum erstmal gerade nicht kümmern. Gründe ein Distrikt mit eigener Bevölkerung, eigenen Ressourcen und einem isolierten Pfadnetz. Beschäftigt Bauarbeiter. Bevölkerung migrieren. Ja, aber also, ich verstehe jetzt nicht ganz, was das zur Folge hat. Transportiert Startgüter. Okay. So, ganz kurz. So, habe ich einmal gerade nochmal einen Screenshot gemacht, sonst vergesse ich das. Oh, Moment. Was ist hier los? Die chillen da. Weil? Lager voll oder was? Lager voll. Okay, das bedeutet, du kannst einmal hier pausieren und wenn das Lager voll ist, du kannst auch pausieren und dann könnt ihr andere Tätigkeiten machen. So, da kommt die nächste Nacht. Dann, hier gibt es irgendwie noch so die Möglichkeit, auch Wohlbefinden und Nicht-Wohlbefinden. Da müssen wir also immer ein bisschen aufpassen, ob wir die jetzt wirklich 16 Stunden lang arbeiten lassen oder nicht. Interessant ist, dass ich mir vom Spiel direkt wünschen würde, die Phase, wo eigentlich kein Mensch arbeitet, auch direkt zu skippen. Also, oder kann ich da irgendwie, was soll ich denn sonst machen, während die da am Arbeiten sind? So, das ist jetzt auch fertig und besetzt. Sehr gut. Perfekt, das hier wird endlich befüllt. Sehr, sehr gut. Und jetzt, das haben wir auch, ebenfalls sehr gut. Ja, der Kollege war nämlich ganz schön voll hier. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch, siehst du, jetzt sind wir schon in der nächsten Nacht, meine Güte, das geht ganz schön schnell, 3 Tage und wir haben eigentlich erst die Basis, also, was heißt Basis, wir haben die Grundgebäude einmal fertig, Vorhersage unbekannt. So, Moment. Also, das haben wir jetzt fertig. Was können wir hier? Speicherräumen. Mhm. Ah, hier sehen wir auch, was es noch so alles andere an Ressourcen gibt. Ich finde, der kann da alles rein, außer Holz. Ne? Also, genau. Planken lassen wir jetzt auch nochmal außen vor. Weil das kann ich mir mit Sicherheit woanders dann vorstellen. Altmetall. Mhm. Okay, dann fortsetzen. Okay, das ist ganz schön kurzes Tutorial. Was brauchen wir als nächstes? Ich bin gerade so ein kleines bisschen lost. Sägewerk. Und Staudamm. Ich glaube, wohnen, arbeiten. Pfade. Genau, das habe ich gesehen. Eine Holztreppe können wir noch nicht bauen. Dafür brauchen wir irgendwie Science oder Wissenschaft oder sowas. Wissenschaft heißt das hier. Okay. Wie? Erfinder. Was heißt jetzt Erfinder? Ah, das sieht halt, okay, das ist ein schlechtes Symbol, weil es sieht halt einfach nicht aus wie ein Gebäude, sondern einfach nur irgendwie wie das hier, ne? Also nur eine Funktion. Aber gut, wir haben noch keine Treppe, deswegen geht das noch nicht. Dann
das muss nicht auf dem Grünen stehen, das können wir einfach hier hinsetzen, aber ich lasse gerne mal einen Abstand. Einen Abstand. Das bauen wir als nächstes. Und hier könnten wir, hier, seht ihr das hier, hier könnten wir einen Damm drauf bauen und dann könnten wir nämlich auch schon hier so drüber laufen und hier hinkommen. Was mich so ein bisschen stört ist, dass ich nicht sehe, was mich das kostet vorher. Halte linke Maustaste gedrückt. Nee, was? Link, ach, das war die mittlere Maustaste. Und mehrere doch, habe ich ja gerade gemacht. Warum kann ich das nicht übereinander? Deich? Wo ist denn der Unterschied zwischen einem Deich? Ah, okay, also Deich ist wirklich komplett Wasser, Blocken und... Ah, Schleuse. Doppelschleuse, Dreifachschleuse. Das heißt, eine Schleuse kann man nur oben drauf setzen. Ich kann... Ich muss doch hier... Oder muss ich das erst bauen, damit ich dann noch was oben drauf setzen kann? Oh, das ist ja auch annoying, oder? Jetzt jedes Mal hier... Ja, bestätigen. Na gut. Also, dann machen wir das noch nicht hier hin. Und den Wasserdamm sollten wir dann hier hin machen. So, okay, das probieren wir mal aus. Das machen wir erstmal so. Vielleicht finden wir dann heraus und dann könnten wir nämlich hier rüber. Und hier sind nämlich auch noch Bäume. Dann würde das laufen. So, wir können direkt also weiter vorspulen. Das ist wieder so eine übliche Vorgehensweise. Oh, das ist aber ganz schön leer jetzt schon. Es ist eine übliche Vorgehensweise, die ich eigentlich ganz gerne mache. Eigentlich immer vorspulen auf volle Karacho, aber halt die Sachen einrichten. Bei der Nahrung sind wir bei 100. Da warten wir also jetzt noch so ein kleines bisschen. Das hier ist 23 von 30, also mittelmäßig voll. Hier ist noch nichts drinne. Das ist alles hier drinne, Bären, genau. Was heißt aber, ja, was machen die, was heißt diese Arbeiter? Ach so, die transportieren nur Güter, darum geht's. So, hier ist einer drinne, der tut Wissenschaft erzeugen. Wissenschaft haben wir hier oben als Währung, sage ich mal. Wohlbefinden 3. Mhm. Okay. Produktivität 97. Ah, Moment. Das merke ich gerade. So. Das hat noch gefehlt. Das dürfen die auch jetzt mittlerweile bauen. Wenn sie jetzt nicht alle schlafen würden. Baustelle fehlen Materialien. Ja gut, okay, aber die müssen ja einfach nur hingebracht werden, oder? Also hier ist eins drin. Oh, Kapazität 180, mega. Hier ist es relativ, also, ja, relativ voll. Genau, hier gibt es jetzt auch keinen Mangel mehr an Kapazität. Und das ist dann das nächste. Hier haben sie auch schon Holz hingebracht. Hier noch nicht. Also das können sie erst... Ah ja, okay. Das heißt auch hier, die können das hier bauen, obwohl das noch nicht fertig ist. Also das hier aber noch nicht. Das heißt, sie haben so eine gewisse Reichweite, wie sie Dinge anfassen können. Wenn ich jetzt das habe, wie gebe ich denn das dann aus? Wie kann ich denn dann sagen, ich will das hier haben? Heißt das, ah, ich glaube, ich muss dann einmal draufdrücken. Wenn ich es beim ersten Mal kaufe, dann habe ich das als Wissenschaft freigeschaltet, oder wie? Was ich noch, was ich soweit schon weiß, ist, es gibt Dürren, dann fließt hier kein Wasser mehr, deswegen habe ich hier schon mal den Damm hingestellt.
Was macht der Kollege hier? Ja, ich wollte gerade sagen. Penn du mal. Guck mal, der ist ja voll aus dem Rhythmus raus. Was ist denn mit dir los? Moment, ich sehe gerade. Wir sollten das hier mal wieder starten. Das hier auch. Und jetzt mal im Ernst. Wie kriege ich ihn? Ah, hier haben wir auch, das sehe ich gerade, Gebäude abreißen. Die Möglichkeit, das mit der Auswahl zu machen. Ah ja, okay. Wie kriege ich denn jetzt hier neue Biber? Mini-Hütte. Was? Eine kleine Hütte, die Platz für einen einzigen Biber bietet? Andere können darauf gebaut werden. Wie? Das ist doof. Also ich würde jetzt ganz gerne mal wissen, wie kriege ich denn neue Biber? Jungtiere habe ich nicht. Habe nur 11 Erwachsene. Machen die irgendwann Liebe und Schlafbedürfnis, Komfort? Einzigartig für diese Fraktion. Ein Gebäude, was für mehr Biberplatz bietet, super. Dreifachhütte. Aber nirgendwo steht sowas wie, hier können auch Kinder gezeugt werden. Freizeit? Dekoration. Soweit sind wir noch nicht. Monument der Arbeit. Was ist das? Achso, das ist das Menü. Prioritäten. Wir lassen mal weiter vorspulen. Speicher. Nee, also das ist mir jetzt nicht so ganz klar. Brauchen die nur Obdach? Ein Obdach? Damit sie Nachwuchs zeugen können? Was sagt das hier? Gebäude ist voll. Okay, das finde ich jetzt das Symbol dann als Gebäude ist voll. So zu deklarieren. Hier ist noch nichts drin. 45. Aber insgesamt haben wir 79. Okay. Ah doch, Bären. 20 von 20. Nee. Mach mal voll, Kollege. Mach mal voll. Kannst du voll machen. Jetzt habe ich es geblickt. Ich hatte das beschränkt. Meine Güte, dauert das lange, bis die so einen Damm gebaut haben. Ja, das triggert mich jetzt so ein kleines bisschen. Ich würde gerne wissen, wie man Kinder macht. Ah, globale Ansicht, Distrikt. Ah, okay, verstehe. Das, jetzt habe ich es verstanden. Migrieren ist aus einem anderen Distrikt sich welche holen. Okay. Gut. Ja, da wird es jetzt so langsam hier, ne? Das Holz. Moment, das Holz wird dort schwach. Das bedeutet, wir, weil das hier ist noch lange nicht fertig. Hier haben wir zwar schon noch 32 Stück, das ist sehr gut. Hier sind auch noch eine ganze Menge. Wir können die auch noch nicht abreißen, weil die Bäume, hier hat man gerade gesehen, die wachsen da noch. Aber ich würde sagen, bevor hier, wir können weiterlaufen lassen, bevor hier wir plötzlich kein Holz mehr haben. Ja, schade, das kann man nicht abreißen mit rechts. Oh, serious, echt. Ach so, jetzt. So, ja,
Okay, nee, das muss man jetzt einmal ausprobieren, wie das hier genau funktioniert. Was ist denn das? Achso, Distriktzentrum? Distriktor? Brauchen wir alles nicht. So machen wir das. Gibt es Arbeitslose? Zwei Arbeitslose. Arbeitslose sind immer schlecht. Hier haben wir auch volles Wasser, sehr gut, was nämlich zur Folge hat, dass ich ganz gerne, das hier ist auch alles abgeerntet, wir müssen also jetzt mal hier so langsam darüber gehen. So könnten wir das doch jetzt hier einmal bauen. Also den setzen wir hier hin, den setzen wir hier hin. Zwei Stück, glaube ich, reichen, das war hier für den Anfang vielleicht ganz nett. Den halten wir mal an. Nee, den halten wir mal an. Ausgeschaltet, und lassen wir den da jetzt mal hier arbeiten. So, das Arbeitscontrol-Management ist mir noch nicht so ganz klar. Der hat, ach so, der hatte so oder so keinen. Der hat nichts zu tun. Macht er jetzt hier? Okay, da bauen sie weiter. Das ist schon mal nicht verkehrt. Keine Güter vorrätig. Eine. Keine. Hier haben wir auch genug. 79. Also ist schon mal nicht verkehrt. So. Aber, meine lieben Freunde, das war es definitiv für die allererste Folge Let's Test Timberborn. Ja, ich habe Bock drauf. Könnte mir gefallen. Soweit. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Das ist immer ein schönes Feedback. Gab ja einige Spiele, da kam auch Feedback zurück, dass es nicht so das Richtige war. Und das Gefühl hatte ich dann am Ende auch. Aber das hier könnte ich mir ganz nett vorstellen. Es ist auf jeden Fall schon mal eine sehr schöne Sache. So arbeitslos, aber warum? Warum machst du jetzt nicht hier weiter? Okay, beschäftigen wir uns gleich mit. Also, vielen, vielen Dank. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.